Oh, voll regnerisch. Hubschrauber hört auch schon wieder. Jetzt muss ich auch noch meinen Ikran anrufen, weil du schon wieder fliegst oder was? Ja. Eine Art Totem? Es sieht vertraut aus. Irgendwie. Ritnella. Hier ist ein altes Totem. Die Farben und Webereien sind verblasst, aber es ist von den Sarentu. Noch ein Totem unseres Clans. Nord hat auch eins gesehen. Noch eins? Ja! Ja, bestimmt. Nord hat auch gemalte Symbole in... Hat er was gesehen? Du bist jetzt da unten am Wasser oder was? Ja, ich fliege hier ein bisschen rum, weil ich aufdecken will. Weil ich bin immer noch der Suche nach diesen Sumpfniederungen in den... Hier ist es. In der Nähe der Waldgeistbögen. Hier sollten wir bessere Qualität dann finden. Dann lass uns mal hier runtergehen. Ich will es versuchen. Aber... Es regnet gerade, von daher, wenn wir keine gute Qualität kriegen. Haben wir irgendwas in der Nähe? Oh, Schimmelgipfel, ne, würde ich sagen. Und von da aus wieder hierher, oder? Ne, wir machen das Lager hier frei. Wo ist mein Ekran schon wieder? Da. Hinten ist irgendwo ein Lager. Hier. Ja. Schön. Zuflucht auf dem Bergrücken. So, die haben bestimmt wieder hier unten irgendwas. Oder? Nö. Okay. Gehen wir hier ran. Clan-Beitragsquest. Schicksalsfrucht. Boah, das geht mir ja richtig auf den Keks jetzt schon. Fleisch gebe ich auch erstmal weg, weil wenn wir es wirklich brauchen, dann werden wir es jagen. So, okay. Hier können wir keinen mehr anquatschen. Gucken wir mal, gibt es hier noch was Sammelbares? Okay, Schwefelkapsel. Ja, und ich würde sagen, ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit es nicht mehr regnet, aber so wie es aussieht, ist gerade vorbei, ne? Ich sage mal hier hinten zurück. Also hier unten in der Wassernähe. Und hier, das sind alles die Bäume für die Schicksalsfrüchte. Die Lilanen sind reif genug zum Pflücken. Zumindest theoretisch. Wenn das Ganze dann mal richtig funktionieren würde. So, gucken wir doch mal. Oh ja, hier haben wir sie. Die können wir nicht ernten. Aber hier gibt es ja noch mehr Pflanzen.
Okay, in besser Qualität. In guter Qualität. In ausgezeichneter Qualität. Also man muss so schräge links oben irgendwie. Und hier hinten ist noch mehr. Ja, wenn man hier stehen könnte, wäre das schön. Wer ist da? Hier so. Hani, ich habe schon zwei ausgezeichnet. Ich würde dir sogar eins droppen dann. Ich habe doch auch eins. Achso, okay. Dann haben wir ja genug dafür. Okay, ich brauche dann noch einmal Blätterdachwurzel. Wildrebenbiom. Westlich des gewundenen Sees. Waldgeistbögen. Westlich des gewundenen Sees, ich glaube, das ist hier unten irgendwo. Können wir hier irgendwo den Ikran machen? Ich muss erstmal deine Markierung finden da hinten. Ja, dann kann ich ja hier landen, dann kann ich ja hier zur. Hier ist doch die Heilstätte. Heilstätte? Hä? Was machst du gerade? Du hast doch eine Markierung gesetzt. Ja. Ja, die ist in der Nähe von der Heilstätte. Brauchen wir fliegen. Und da ist noch ein Feldlabor, was noch nicht aufgedeckt ist. Ja, tatsächlich. Und hier unten ist noch irgendwas. Ja. Okay.
Ich hab so ein Bäumchen gefunden hier. Ich bin unterwegs. Fliegen wir! Anni, wie sieht das aus hier oben? Guck mal was? Nach oben. Sehr schön. Da oben ist noch was drauf. Ja. Ja, hier ist überall noch was versteckt, würde ich sagen. Da oben sind wieder Fluggeräte. Nee, hier oben auf dem Bogen ist was drauf. Ja, ich weiß. Bin gestorben. Warum? Ja. Einfach so, weil ich da Lust drauf hatte. So, wo ist denn der Ikrankorb hier oben? Sie ist schon wieder auf der Jagd nach Schmuck. Ja, wo ist er denn jetzt? Da? Nee, warte mal, was ist das denn hier? Himmelsmoos. Aber ich muss vorher mal was aus meinem Beutel schmeißen. Das kann ich da nicht mitnehmen. So, wo ist das Körbchen? Blätterdachwurzel. Beste Qualität Tag. Na gut. Willst du dieser Bäumchen hier oben nicht holen? Eigentlich würde ich mich gerne erstmal verbessern, damit ich wirklich schöne Waffen und Rüstung erstmal habe, damit ich besser klarkomme hier. Dann kann ich das immer noch machen.
Weil ich mache gerne auch Sachen nebenbei. Heißt zum Beispiel Hubschrauber vernichten, so wie ich es eben gerade probiert habe. Und bei dem probiert blieb es dann leider. Wo ist denn der Setzling? Warte mal, hier oben zeigt er mir noch einen Setzling an. Weil ich da zu wenig Schaden gemacht habe. Wie soll ich denn da hochkommen? Kann das mal einer verraten? Hier ist klar. Da geht's. Jetzt hier drauf, hier drauf. Brauchst du noch Blätter da, Wurzel? Ja, aber ich muss erstmal hier da ist er. So, ich komme jetzt runter zu dir. Kann ich denn hier landen? So. Wo steckst du denn? Hat gesehen. So, Blätterdachwurzel. Hier wird es wieder verbrannt. Warte mal, hingen die unten, diese Wurzeln? Ich äußere gar nicht mehr. In den Bäumen. Zum Beispiel eine ist hier. Oben am Baum. Entschuldigung. Ach, da ist eine gerade. Könntest du hier nochmal markieren? Hier. Oh, warte. Ich will nicht durch diese Blasendinger laufen hier. Aber wo du da genau hochkommst, musst du gucken. Da ist meist am Baum so eine Ecke, genau. Hier ist auch noch so ein komisches Ei. So eine Vorsprünge, genau. Genau, und da kannst du dann, wenn du nicht runterfällst, auch was sammeln. Nein, warte mal, ich muss ruhiger werden, so. Ach, das ist eine Frucht, die hier hängt. Ach, warte mal kurz. So. So. Nee, ich muss erst rechts lang. Ja, ich weiß. Und dann ein bisschen Anlauf nehmen und hier nach links rüberspringen und vielleicht zwischendurch mal diesen Doppelsprung ausführen, dass du da hinkommst. Ach, das ist bloß so weit. Erstmal auf den Ast da. Ich habe den Doppelsprung zu früh genommen. Du jetzt da? Warte. Weiß okay. Nicht, wo ich jetzt bin. Hier brauchst du keinen Doppelsprung. Wenn du darüber willst.
Oh, ich krieg hier gleich eine Krise. So, warte mal, jetzt bleib mal hier stehen. Jetzt hoppst du überall hier hin. Und dahin. Nein, ich war doch schon da oben jetzt. Ja, oh, aber Gott. Andersrum. Wieso? Machst du das so rum? Okay. Jetzt geht sie wieder runter. Oh. Also ich weiß nicht, welche Qualität das haben wird, Hani. Das ist mir auch völlig Bums. Falls ich das für dich sammeln sollte, weil ich habe sie schon ein paar Mal in besser, aber ich habe sie noch halt einmal in ausgezeichnet. Ach ja, ich muss weggucken, wa? Denn naja, es ist auch nicht Tag. Nö, jetzt nicht mehr. Gut, da müssen wir ja irgendwo was herstellen, ne? Wo können wir herstellen? Können wir eigentlich auch im Heimatbaum, ne? Dann lass es mal dahin. Ich weiß gar nicht, bei mir habe ich es, glaube ich, gemacht für einen Bogen. Irgendwann werde ich mich nochmal trauen, die Kolonie zu erklimmen. Sie haben diesen sogenannten Tanzkampf. Ich meine, im Dance Battle, ja. Oh ja. Sie kämpfen und tanzen gleichzeitig. Das klingt sehr. So, der ging noch nicht, der ging hier, aber. Das klingt ungehobelt. Okay. Komm her, wenn du mehr brauchst. Davon, davon. Ergebnis. Ja. Also, wenn ich mir diesen Bogen jetzt herstelle. Kitangis schwerer Bogen, ne? Mhm. Dann macht er 78 Schaden. Also das Herstellen scheint sich zu lohnen. Ich habe auch noch den von Solek. Ausrüsten. Den kannst du noch nicht herstellen. Weil dafür brauchst du das Schild von der Höhenprärie. Also das funktioniert nicht. Also ein 78er schwerer Bogen, der sich zu 20% schneller zieht mit panzerbrechendem Pfeil, ist schon eine coole Nummer. Das ist schon eine coole Nummer. Was hat er hier? Solex Blitzlangbogen. Könnte ich auch mal herstellen. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Ich lasse es mal. So, dann nehme ich die Wurzel und das erstmal raus. Gucke ich mal, was ich an Ausrüstung herstellen kann. Koranus Schal. Der wird auf jeden Fall. Wird er mir was bringen? Den habe ich schon. Ja, aber ich habe den nur mit 40 Gesundheit. Grundsätzlich macht er gute Stats. Weil ich ja gerne mit Schwachstellen Schaden spiele. Koranus Ärmel, der wäre auch noch eine Idee. Schwere Haut, Rinde. Schwere Haut und Rinde. Ich muss erst gut im Weben sein, bevor ich einen Ikran fliegen darf.
Ja, man, der macht Wildtierschaden, Bonusgesundheit. Der macht Schusswaffenschaden. Finde ich ja eigentlich gar nicht so gut. So, Schleichen, Fernkampf. Was macht der? Gar nichts, okay. So, was brauchen wir denn hier? Faser und Zahn. So. Wolf Zahn wäre sicherlich der beste. So, gucken wir mal Faser. King Rococo. Ja. King Lord Nestbäume. Okay. Oder auch vom Natterwolf? Nee. Nee. Ich bin doch jetzt bei Faser oder nicht? Stockwurzelrinde. Ich sehe die Himmelsmenschen fliehen vor Angst. Faser. Nicht übermütig. Irgendwas ist hier durcheinander gekommen, glaube ich. Faser sind nur die beiden. Und King Lonesta, wo soll man die denn finden? Wir haben doch hier eins. Ein echtes, wo man ernten kann? Ja, da kannst du eine abpflücken. Hm. Machen wir das mal so. Komm mit, dann müssen wir mal zum Kinglones gehen. Ja, ich komme mal mit. Wir werden mal gucken, was wir da für eine Qualität rauskriegen. Erstmal werde ich den Bogen natürlich anlegen. Ach nee, habe ich schon. Frische Kräuter machen ein Gericht lebendig. So. Ja, du bist schon wieder oben, ja. Schön. Da lang? Nee. Aber da kann ich doch nichts ernten. Doch, da habe ich mir auch eine geholt. War die hier oben? Nee, warte mal, wo war die denn? Das eine konnte ich hier, die hat er mir angezeigt als reif sozusagen, die konnte ich mir abpflücken. Ach, hier. Ich sehe schon. Hängen sie doch. Zwei Stück. Ich sehe nichts. Oh, ist das assi. Guck, hier hängt eine. Ja, hier hängt auch eine, aber ich sehe nichts. Schön. Ja, Qualität gut, nur begeistert mich jetzt nicht so. Naja, noch haben wir das ja auch nicht befreit und die Kinglor woanders ausgesetzt. Dann kriegst du da bessere an den neuen Standorten. Okay. Dann machen wir es halt ein bisschen anders. Umarmung des Flusses tagsüber, Seidenwald. Seidenwald findet sich oft in der Nähe. Umarmung des Flusses im Süden des Seidenwaldes. So. Ist der Seidenwald. Umarmung des Flusses ist hier. Noch weiter im Süden.
Diese Löwenbärenfrüchte hier. Im Süden des Seidenwaldes. Hast du schon eine Markierung gesetzt? Der Süden des Seidenwaldes. Süden. Ist dann hier. Umarmung des Flusses. Das Süden. Ich hätte ja gerne ein bisschen anders gewechselt. Die Sarentu waren schon immer große Abenteurer. Okay, also müsste man dann zwischen hier und da laufen. Okay. Ich würde sagen, Gasextraktor Alpha einmal hinporten und dann mal gucken, ob wir da hinten was qualitativ Hochwertiges finden, kriegen. Extraktor Alpha? Ach da. Das war das etwas Größere, was wir gemacht haben. Da hinten laufen Natterwölfe, die brauche ich unbedingt. Sind die gerade weggelaufen? Hier sind sie doch. Ordentliche Zähne eigentlich von denen. War ein sauberer Kill? Nö. Aber gnädig war zumindest. Ob wir die auch ausrotten können hier? Danke für die Gaben. Zu viel gejagt, weißt du? Kann sein, warte mal, ich muss mal ganz kurz was tauschen. Hä? So, wo steckst du denn? Na, ich laufe meiner Markierung hinterher. Naja, na, ich folge dir ja. Oder spielen wir jetzt getrennt? Dann. Oh, hier ist eine Kiste. Das ist wieder so ein altes Lager, ne? Von den ADEs hier. Oh ja, wieder Munition. Wieso kriege ich so viel Munition für Sturmgewehr? So viel kann ich doch gar nicht verbraucht haben eigentlich. Mal zu deiner Markierung.
Ein Schreckenspferd, ein Schreckenspferd. Wer ist da draußen? Komm, ich kann helfen. Hallo, Freund. Kochst du gerne? Vielleicht kannst du diese Zutat dafür gebrauchen. So. Ich habe schon wieder eine Kochzutat geschenkt gekriegt. Und was genau suchst du hier? Das Ding, aus was hier aussieht wie eine riesige Klette. Wie eine riesige Klette. Oh, ich hab schon was gefunden. Da hinten in die Richtung. Ob man es abernten kann, wollen wir noch sehen. Qualität besser, das ist okay. Welche Frucht meinst du denn? Sind ausgezeichnet. Löwbeerenfaser. Genau, eine habe ich so, ausgezeichnet. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz in mein Beutelchen gucken. Beutel für Ausrüstungsmaterialien ist voll. Ausgezeichnet. Zweimal die Löwenbeerenfaser, das ist sehr gut. Besser geht's ja nicht. Ich bin mal gespannt, wie lange diese alten Beutel hier liegen bleiben, weißt du? Ich weiß. Die irgendwann abhauen. Ist hier noch irgendwo so eine komische Frucht? Hier im Wasser lang. Lass mal hier weitergehen. Ich sehe da hinten schon welche. Bei mir zeigt er die ja Gold. Hier sind übrigens auch Natterwölfe, wenn ich das so richtig sehe. Und die Ehe jetzt. Und es stinkt hier. Oh, habe ich den jetzt gut erwischt? Warte. Ja. Danke für die Gabe. Okay, kein sauberer Kill. Aber zumindest gnädig. Und der andere. Natter Wolf. Gefällt mir nicht. So, und ich zeig dir mal eine. Hier ist zum Beispiel eine. Ich habe schon eine. Schon eine. Welche Qualität? Ausgezeichnet. Das ist ja gut. Ach, die hier ist auch gar nicht zu ernten gewesen. Das zeigt dazu als Gold. Gut, jetzt müssen wir das mit dem Natterwolf nur vernünftig hinkriegen.
Großwurzelbiom im Kingdomwald. Seltenere Natterwölfe findet man oftmals in Rudeln von 3 oder mehreren Tieren. Mhm. Wildrebenbiom, ne? Ja, dann sind wir doch hier quasi richtig. Warte mal, hier ist noch eine Spur von denen. Man sollte die aber richtig erwischen, Hani. Nicht irgendwo abschießen. Ich weiß. Bis sie sterben, sondern wirklich versuchen. Ich sehe keine Spur. Ich weiß nicht, was du schon wieder siehst. Das ist wieder der Zaubertrick hier von dem Spiel. Ich sehe was du nicht siehst und du siehst was ich nicht sehe. Was leuchtet denn da hinten? Ist es hier nicht wunderschön? Ich will es nur in mich aufsaugen. Ja, dann saug mal. Ich liebe es, das zu kochen. Warum holst du dir den Zahn dann nicht von Troller Lustig da, von der Webstube? Besser, wenn man es teilt. Welche Qualität brauchst du denn? Na, ich hätte schon eine bessere Qualität haben wollen. Weil gut schmeiße ich schon weg, also. Na, die hat besser, hat sie als Qualität. Naja, aber wenn ich das andere jetzt schon auf ausgezeichnet habe, dann wäre schon schön, wenn ich da auch klappen würde. Es ist immer noch eine Wendung nötig. Da ist eine Spur, glaube ich. Okay, ich glaube, den einen habe ich sauber erwischt. Nö. Es geht nichts über die Klänge des Waldes. Schade. Hast du schon welche gefunden? Danke für die Gaben. Ja. Was haben die hier mit dem Tier gemacht? Die waren aber nur zu zweit, also waren es nicht die besseren. Der hier ist alleine unterwegs. Ich folge mal einfach meiner Markierung, weil wenn ich im falschen Biom bin, dann fällt auch nicht das Richtige, ne? Genau, dann muss ich mal hier lang und dann ab und zu mal gucken. Ich glaube, ich sehe da vorne schon wieder eine Spur. So, aber nicht das Richtige. Ach, das wollte ich nicht. Versuchen wir mal weiter in die Richtung hier. Halt mit, was ist hier? Kann ich nicht mehr mitnehmen, okay. Strom ist. Die stinke Aliens. Wieso zeigt er mir die Sicht hier grün? Weil Hani auf mich zuläuft, oder? Ja. Also der neue Bogen hat sich definitiv gelohnt. Ich habe die beiden Tiere hier jetzt mit einem Schuss einfach mal so. Erledigt.
Oh, meine Güte, wer schubst mich denn die ganze Zeit hier? Wie gesagt, ohne Schubsen. Dringliche Ding ist da. Danke für die Gaben. Ja, das ist immer noch nicht die richtige Qualität. Warum? Weil hier keiner richtig trifft. Das ist echt mies. Und wieso kriege ich da keine Krähenfüße mehr raus? Der Inventar schon voll wieder. Klar, wird jetzt schon wieder voll. Das war sauber hier. Hanni, den kannst du mal ablöten, wenn du Bock hast. Wen denn? Den hier. Danke für die Gaben. So, ich will jetzt Natterwölfe jagen. Und ich will drauf losschießen. Ich will die richtig treffen. Deswegen werden wir wie Jäger warten. Ja, oder auch nicht. Jetzt haben wir uns gesehen, oder? Ja. So macht das Spaß. Nö, war nicht sauber genug. Ich habe einen sauberen Kill gemacht. Echt? Nö. Ich habe genau drinnen getroffen. Aber der Zahn ist trotzdem nur gut. Verstehe ich nicht. Ich habe ihn genau am Hals getroffen, wo das immer so gelb leuchtet. Und was hast du jetzt bei dem anderen eigentlich rausgekriegt? Haut und gut. Ach, jetzt hat er sich bewegt, gnädig, aber nicht sauber. Boah. Danke für die Gaben. Ach, Menno. Ach komm, gehen wir erstmal gucken. Ich weiß gar nicht, ob die Klangunst reicht, um da was abzuholen. Weil dafür bezahlt es ja auch Klangunst, wenn du von denen irgendwie Material haben willst.
Hast du... Kann ich weiterhelfen? Sag Bescheid, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Vielleicht kann ich weiterhelfen. So, und was wollte ich damit jetzt herstellen? Bogen bestimmt nicht. Schlüppi war es, oder was war das hier? Ich wusste es direkt, als ich ihn sah. Schleichschaden. Respekt. Nee. War das jetzt Ärmel? Komm her, wenn du mehr brauchst. Nee, war doch Brustpanzer, der war das doch. Nee. Was ist der hier? Moos und Zahn, nee. Zahn und Bast. War das doch ein anderer Bogen? Ja. Hast du gehört, was Etua gesagt hat? Ast und Bast, nee. Hey, was wollte ich denn jetzt herstellen? Ich glaube, der schwere Bogen hier, ne? Oder? Nee, gut so passt. Ich muss erst gut im Weben sein, bevor ich einen Ikran fliegen darf. Gartnert bringt alles wieder in Ordnung. Ich weiß nicht mehr, was ich hier herstellen wollte. Keine Ahnung. Faser und Zahn, ja, ich... Schleichen. Oder Fernkampfwiderstand. Ich glaube, der war's. Okay. Also wenn ich mir jetzt mit dem Zahn, den ich gerade gekauft habe, herstelle... Dann machen wir einfach. Bin ich auf 6,5 jetzt. Ich sehe die Himmelsmenschen fliehen vor Angst, aber werd nicht übermütig. Diese Etua hält sich für eine Kriegerin. Okay. Ja, ich bin jetzt bei 6,5. Fähigkeiten, was gibt es da noch? 7 Punkte. Müssen wir mal gucken, wo wir das verteilen. Ich kann noch nicht. Hier haben wir. Okay. Das kommt später. Wir sind keine zankenden Seswa. Das sollte Etua wissen. Solange du bist, erzeugst du keine Geräusche. Ja, das sollte ich wohl. Der Krieg ist unvermeidbar, besonders für Jäger. Schaden gegen die Tiere, nee. Soll aber ein bisschen Richtung Krieger gehen hier. Allgemeiner Schaden um 10% erhöht. Okay. Bringe die Dienstpläne zu Sulik. Machen wir einfach mal. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Hey, falls du kurz Zeit hast.
Ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden kann. Oder wie... Vielleicht sollte ich nichts sagen. Schon gut. Ich höre dir zu, Jin. Okay. Danke. Es geht um Danny. Normalerweise geht sie immer mit den anderen raus. Aber in letzter Zeit macht sie Alleingänge. Sie sagten, sie sei nach Südosten gewandert, bis in den Krater. Und wenn sie zurückkommt, würdigt sie mich keines Blickes. Weicht allen meinen Fragen aus. Hat nie Zeit zum Reden. Ist sie wütend? Nein. Wenn es nur so einfach wäre. Ich kenne sie. Es ist was anderes. Es ist wohl meine Schuld. Neulich habe ich etwas angesprochen, von dem ich wusste, dass sie es nicht mag. Ich dachte, der Zeitpunkt wäre passend und dass sie... Ach, es ist nicht so wichtig. Ich kann nach ihr sehen, wenn du willst. Naja, Danny ist abgehärtet. Aber wie du weißt, lauern hier überall Gefahren. Es ist mir egal, wohin sie geht und was sie macht, solange sie in Ordnung ist. Okay. War auch wieder was zu essen drin. Na gut, dann gehen wir erstmal zu Solek. Mal gucken, was der hat. Ja, ich muss noch kurz warten. Ach so, weil die Tür dich wieder mobbt. Nichts, was hat das Klebeband nicht repariert. Nimm die Einladung. Priya meinte, du kannst vielleicht etwas mit dem RDA-Dienstplan anfangen. Mobbing for Co-op. Die Notizen der Menschen. Die Computer. Du verstehst was davon? Sicher. Suchst du nach Computerteilen? Daten, Namen, Orte. So wie das, was du gefunden hast. Ich habe Gerüchte gehört. Überlebende RDA-Soldaten aus der Schlacht der Halleluja-Berge, die meinen Clan zerstörten, sind wieder an anderen Stellen auf Pandora stationiert. Finde sie und ich erledige dann den Rest. Ich besorge dir dafür alles, was du willst. Hast du etwas für mich? Okay, gucken wir uns an. So, Einsatzkonsolen, STC, Mitarbeiterdaten, Informationen. Der will die ganzen Verantwortlichen für die Zerstörung seines Clans vernichten, so wie das aussieht. Lass dich nicht erwischen. Sich von uns die Informationen geben gut lassen. Wissen die Menschen auf der Erde, was zu finden, Kontrollräume, Inspektorsfreund von RDA. Nö, die Quest habe ich nicht aktiviert, aber ich habe die Vorquest gekriegt, sodass diese aktiviert wird. Wie heißt die? Schatten verfolgen. War jetzt die, dass wir zu ihm hinkommen und das kriegen. Und jetzt können wir die ganzen Dienstpläne einsammeln. Wir haben ihnen Angst gemacht. Ach so, die Erkundungssachen. Du kämpfst mit ganzem Herzen. Eine Schande, deine Freunde nicht. Das tun sie. Nor benutzt nicht gern Metall, aber er hilft im Widerstand. Und Rinella arbeitet mit Alma. Daylan. Er glaubt, ich sehe seine Augen nicht aufleuchten, wenn ein Mensch ihn anspricht. Repariert Dinge für sie und beantwortet ihre Fragen. Er sucht Bestätigung. Er mag einfach Menschendinge. Wer sich selbst nicht kennt, sucht Bedeutung woanders. Doch ich kann ihm nicht alles beibringen. Ich weiß nicht, wie es ist, ein Zarentu zu sein. Ich auch nicht. Du lernst. Und du kannst ihm zeigen, dass sich Trost in den Bräuchen der Na'vi findet.